Hallo und willkommen zurück bei meinem Let's Play, bei unserem Let's Play von Napoleon Total War. Jo, zusammen mit Frankreich und hier steht er, Napoleon himself. So, das letzte Mal haben wir uns ja so über die Eröffnungsstrategie unterhalten, was haben wir vor? Jo, und dann machen wir mal weiter in dem Ganzen hier. Wir haben ja gesagt, wir machen eine alternative Technik, was bedeutet ganz einfach, nicht das typische Wien, Moskau und sich da irgendwo totlaufen. Okay, was haben wir das letzte Mal gesagt? Wir brauchen eine Landverbindung hier hinter nach Kassel, nach Hannover über Kassel. Kassel ist ja hier noch Hessen. Gut, wie kriegen wir das hin? Ganz einfach, wir nehmen die Armee von Davout. Davout wird den Angriff einleiten. Wir erklären den Krieg. Wir werden keine von unseren Verbündeten hier mit in den Krieg ziehen erstmal. So. So, ich lasse mich schneller marschieren. Zack. So, der schafft es aber nicht ganz hin. Aber wir haben hier oben noch die Armee. In Hannover mit dem Jean-Baptiste Bernadotte. Auch eine Infanterie-Kavallerie-Armee. Die müssen wir hier runterbekommen. Problem hierbei nur, wir müssen durch preußisches Gebiet, um hier hinzukommen. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir fragen die Preußen, ob sie uns durchziehen lassen. Dazu gehen wir Diplomatie. Die große Nation. Die Preußen, feindlich, naja. Okay, militärischer Zugang, 20 Runden für euch, 5 für mich. So, sagt ihr dazu? Na, 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 okay, sie haben uns das Ganze gestattet erstmal. Okay, gut, perfekt. So, die Armee packen wir zusammen. Unser General hier, seine Geschütze und die Infanterie. So, und jetzt darf er hier durch und zack. Und jetzt seht ihr schon, die haben hier zwar richtig viel mit 2268 Mann, aber das besteht ja fast alles aus Bürgern mit bewaffneten Bürgern, also Mob im Endeffekt. Keinen General, ein paar Lanzenreiter. Ari, Blenkler, bisschen Kavallerie. Wir haben 2 Generäle und unsere starke Infanterie. Wir sind, das sieht man hier unten auch, ziemlich überlegen. Und deshalb lassen wir diese Schlacht den Computer ausfechten für uns. Weil das würde jetzt nur aufhalten. Das wäre hier ein Anrennen von der ihren Bürgern dann und naja. Sieg. Genau, ihr seht, alles vernichtet. Bei einer Belagerung, Schlacht werden immer alle Feinde vernichtet, also der Gewinner vernichtet immer alles. Insofern er der Angreifer war und nicht der, der in der Stadt saß. Unsere Verluste, das geht. Ist okay, alles klar, super. So. Man hat jetzt immer die Möglichkeit, friedlich besetzen. Da sind zwar die Bürger ein bisschen sauer und die Adligen, aber das hält sich noch in Grenzen. Man plündert nichts, aber man bekommt dann halt den Provinzwohlstand. Man kann plündern, bekommt nur einmalig Geld, relativ viel. Dafür geht der Provinzwohlstand runter jeden Monat. Und die Leute sind natürlich dementsprechend sauer. Oder man kann befreien. Und dann würden wir jetzt hier wieder das Herzogtum, oder wie man es auch immer nennen will, Hessen-Kassel ausrufen. Wäre zu uns dann ein Protektorat. Würde uns sozusagen unterstützen und wären Verbündete für uns. Aber wir machen hier in dem Falle friedlich besetzen. So, jetzt gehört es uns auch. Sehr schön. So, perfekt. Fraktion haben wir vernichtet. Provinz haben wir erobert. Sehr schön. Und jetzt haben wir nämlich viel mehr Handelsmöglichkeiten schon mal hier, weil jetzt haben wir verbundenes Staatsgebiet. Hier rüber. Genau. Perfekt. So, was haben wir hier? Hier reparieren wir schnell. Zack. Okay, perfekt. So, da
das war dies. Dann haben wir ja gesagt, wir holen uns, tja, hier unten Italien mit ihm hier, Napoleon. So, Napoleon, lassen wir jetzt da sozusagen durchmarschieren, durch die Schweiz hier runterwärts. Hier rein, die Schweizer lassen uns gewähren, weil wir sind Verbündete. Hast du noch beides? So, das war jetzt ein Zug. Genau, perfekt. Dann hatten wir hier ja den Ney. Ney, haben wir gesagt, geht nach Paris. Und baut hier hinten ja eine Armee auf. Sehr schön. So. Und was er hier noch an Truppen hat. Die Lanzenreiter, die Füsiliere, kriegt Napoleon. So, Napoleon hat noch zweimal Fußari dabei. Wir haben jetzt hier auch nochmal eine Fußari übrig, aber ist uns zu langsam. Kostet nur Geld, wir wollen Berittene, wir lösen sie auf, sparen da jetzt etwas Geld zuerst. Okay, gut. Und wir haben ja in Straßburg eine Armee sitzen mit dem Herrn Murat. Da nehmen wir die Lanzenreiter wiederum. Was? Nein, wir wollen keinen Krieg, wir wollen es eigentlich Napoleon geben. So, die Lanzenreiter zu Napoleon. Und auch die Linie geht zu Napoleon. So, dala. Jetzt hat Napoleon ja eine relativ große Armee. Wir haben viermal Linie, wir haben zweimal Lanzenreiter, zweimal Chasseure Cheval, Jäger, einmal die alte Garde, die pflegen wir, und wir haben einmal diese Grenadiere, eine Einheit, die ich nicht so gern spiele. Okay. Und hier in Straßburg hockt noch er, und die Ari wird wiederum aufgelöst, weil uns die zu langsam ist. Jetzt nur noch den Murat. So, und wir haben ja gesagt, mit ihm machen wir dann sozusagen über Marseille mobil, um uns Gibraltar zu holen. Genau, sehr schön. So. Die Flotte hier unten, wenn wir schon mal da sind, zwei Fregatten, eine Korvette, die Fregatten werden aufgelöst. Ganz einfach, wir brauchen hier noch nicht die Riesenflotte zum einen, zum anderen kosten sie uns nur Geld. Und die Fregatten sind auch zu schwach. So. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Handelshafen oder eine Werft zu bauen. Hier können wir dann schon auf kommerziellen Hafen gehen, kostet aber relativ viel. Hier wird ein Handelsschiff entstehen. Hier haben wir dann das gleiche Spiel später mit Hafen. Genau. So, jetzt haben wir hier noch unseren Massena. Seine kleine Armee bisher, aber hier hinten hockt ja noch was. Chasseur und sogar noch Linie. So. So, jetzt hat er so ein bisschen bessere Truppe. Damit haben wir ja hier dann zu tun. Was wir damit tun, kommt dann im nächsten Part. So. So, was war mir, was ist jetzt noch wichtig? Was man nie vergessen darf. Die Häfen. Da haben wir eine Werft. Calais ist noch nichts gebaut. Antwerpen haben einen Hafen, einen wichtigen Handelshafen. Und was passiert wohl, wenn man diese Häfen nicht besetzt? Die englische Flotte fährt rein und macht sie uns kaputt. Wenn wir aber die Häfen besetzen mit Miliz, reicht da völlig aus, passiert erstmal nichts. Genau. So,
Na hier, die Miliz setzt sich rein auf Antwerpen. Gesetzt, sehr gut. Innen habe ich auch Miliz, in Rau oder Renn. So. Also immer, wenn ihr das spielen solltet, dran denken, ganz wichtig, besetzt die Häfen mit Miliz, weil sonst fahren die euch da rein und machen sie euch kaputt. Die können sie zwar auch so blockieren, und das werden sie wahrscheinlich auch gerade hier machen, Antwerpen, aber da gibt es eine Strategie, die zeige ich euch dann, einen kleinen Trick. So. Jetzt haben wir erstmal alle Häfen besetzt. Das ist der Ney, der geht ja nach Paris. So, jetzt was haben wir hier? Ist noch nichts gebaut da in dem Hafen? Okay. So. Wir haben hier ein Kolleg. Das wird jetzt besetzt mit Edelmännern. Edelmänner sind Wissenschaftler, so können wir es auch nennen. Da gucken wir dann gleich. Was wir schon haben, ist die Arbeitsteilung, wir haben die Wehrpflicht und wir haben die Armeeorganisation. So. So, da. Den schicken wir auch daher. Gut. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Manufaktur. Liege hat ein Bildungszentrum. Da ist das zweite Bildungszentrum, genau. Da können wir jetzt einen Kolleg oder einen Herrenclub. Was ist ein Herrenclub? Im Herrenclub werden die Spione rangezogen. Wir wollen aber noch einen Kolleg. Liege, also genau, und da schicken wir ihn dann auch hin. Es dauert ein bisschen, bis es fertig ist, aber macht nichts. Sehr gut. So, und was ich immer gerne mache, wir bauen hier gleich mal Kolleg zur klassischen Universität aus. Kostet zwar einiges, macht aber nichts. So, widmen wir uns mal der Diplomatie zuerst. Unterteilung hier die großen Nationen, dann hat es noch viele kleine. Noch hat es viele kleine, das wird sich aber noch ändern. Okay. Wir sind mit den Preußen, die mögen uns nicht besonders, aber wir probieren mal Handelsabkommen. Was gibt es hier noch? Technologie. Die haben Schulwesen. Das gucken wir mal, was sie uns geben. Probieren wir mal. Super, hat alles geklappt. Also wir haben drei Technologien gegen zwei getauscht, das ist schon mal gut. Und wir haben Handelsrechte jetzt mit den Preußen, sieht man hier. Gut. Mit den Osmanen können wir noch einen Handel machen. Überlegen wir uns mal. Die kleinen Nationen. Baden-Württemberg, Batavische Republik, die Bayern. Verhandlungen, Handelsabkommen anbieten, zack. So, mit den Bayern ein Handelsabkommen, perfekt. Und jetzt gucken wir doch mal Technologien. Zwei Stück. Probieren wir mal, was sie uns dafür geben. 500. Sehr schön. Wieder ein Geld gemacht. Perfekt. Die Baden-Württemberger. Auch die zwei. Probieren wir auch gleich noch Geld zu machen hier. Perfekt. Die Batavische Republik, die Niederlande, können wir nichts verkaufen. Wir können mit den Dänen einen Handel starten, und zwar über Land. Bitte, sehr schön. Dann machen wir mal hier noch Technologie. Perfekt, ja, wir machen nur ein bisschen Geld. Der Kirchenstaat ist feindlich, das Königreich Italien geschätzt und verbündet. Werdet ihr aber noch sehen, wie man das ändern kann. Ja, das ist jetzt, können wir ihn verkaufen, kein Problem. Sehr schön.
Königreich Sardinien feindlich, Sizilien feindlich, Mecklenburg. Und erstmal Oldenburg. Da können wir nämlich Landhandel machen. Sehr schön. Aber Technologie noch nicht. Okay. Dann haben wir noch mit den Sachsen die Möglichkeit eines Landhandels. Ja, das Geld nehmen wir mit. Wir brauchen Geld. Ja, kommt, scheißegal. So, was haben wir noch? Wir haben noch Mecklenburg und Portugal. Wobei Portugal feindlich, da wird nicht viel gehen. Handelsabkommen mit den Mecklenburgern, jawohl. Und technologiemäßig, okay, das ist schön. Sehr gut. Gut, die sind pleite. Kommt vor. Können wir probieren mit Portugal einen Handel, aber machen wir erstmal hier mit den Osmanen. Gut, wir handeln mit den Osmanen. Jetzt gucken wir, jetzt sind sie schon neutral. Technologie. Schulwesen, Feuer, das. Zahlungen 1000. Sehr schön. Naja, es kommt doch Geld in die Kasse. Preußen haben wir gehandelt. Russen sind Feinde, die Spanier sind zwar unfreundlich, aber ja unsere Verbündeten. So. Ja, pleite Jungs, komm. Okay, handeln tun wir mit ihnen auch. So. Und jetzt seht ihr, wir können sogar noch mit Portugal versuchen zu handeln. Wird aber nicht lang halten, schätze ich. Ja, komm, probieren wir es. Kriegt man hier noch irgendwas für Technologien? So, 320 haben sie uns ja gerade abgenommen für den Handelsvertrag. Gucken wir mal. Wir haben sie beleidigt, okay. Jo, schön. Damit haben wir das geschafft. Schauen wir uns mal unsere Regierung an und so weiteres. Also wir haben einen Profit zurzeit von 4.475. Bei uns geht halt viel drauf für Armee und Marine. Marine wird noch ein bisschen weniger werden. Wir haben Handeln, Steuer ist gut, sonstiges, das passt alles. Gut, wir sind katholisch. Wir sind im Krieg mit 2, 4, 6 verschiedenen Nationen. Wir haben aber auch 6 Verbündete und viele Handelspartner. Politik. Seht ihr zum Beispiel, hier Hessen Kassel ist. Wir gehen hier mal eins runter. Um die Unterklasse macht man nicht viel Unterschied noch. Aber wir gehen mal, was ist denn der Unterschied? Doch einiges. Wir lassen es mal. So. Unsere Minister, was haben wir denn? Charles de Talleyrand, wie man noch immer nennen will. Plus 1 Verwaltung, Zufriedenheit der Unterklasse, er ist aufrecht. Das A für die Adel nicht so gut, dafür die Schatzkammer. Der wäre auch gut fürs Schatzamt. So, dann haben wir Marc-Michel Godin, ein Ökonom und Kapitalist, der ist noch besser auf der Schatzkammer. Der Justizler ist aufrecht. Die Armee. Louis-Alexandre Berthier. Das Leben ist schön. Verwaltung, Unterklasse, Mitläufer, das ist gut. Und die Marine ist, wie heißt der? Denis Decret. Er ist ehrlich und er ist ein wenig, hat Plus auf Marineverwaltung. Was haben wir denn hier? Nix, nix, Schrott. Schutz selber hier noch. Also nichts Gescheites. Also ist unser Justizler hier. Naja. Also dass ein Adelwing verärgert geht's. Und natürlich Napoleon himself. Wir sind bei 49%. Steigend in der Beliebtheit. So. Dann haben wir das geregelt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir dann. Jo, mal
anfangen mit weiter ausbauen und auch anfangen, uns die ersten Städte in richtigen Schlachten zu holen. Und natürlich unseren Italienfeldzug dann machen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.